Online-Geister. Quickie. Hallo ihr Online-Geister da draußen, Christian hier. Heute mit einem Quickie zu einem besonderen Thema. Denn zum einen mache ich den nicht alleine. Ich möchte erstmal Lennart herzlich begrüßen. Hi, schön da zu sein. Und zum anderen wollen wir auch konkret jetzt mit Lennart über Lennart sprechen. Denn Lennart ist nicht nur jetzt eine Stimme, die ihr gerade hören könnt, sondern auch bei socialmediastatistik.de neuer Autor. Ihr wisst ja, dass ich unter anderem seit längerer Zeit für socialmediastatistik.de schreibe und auch unser Podcast dort regelmäßig mit erscheint. Und Lennart ist da jetzt halt ganz frisch zum Team dazugestoßen und da dachte ich mir, nehmen wir uns einfach mal die Zeit, unterhalten uns mit Lennart ein bisschen drüber. Generell, um Fragen zu beantworten, wer bist du eigentlich, was machst du, woher kommst du, sowohl für dein normales Berufsleben als auch jetzt für das Leidenschaftsprojekt Social Media Statistik. Dann Lennart, stell dich doch mal kurz vor, also wer bist du eigentlich, woher kommst du, was machst du? Ja, okay, das sind super viele Fragen, ich versuche die mal sinnvoll zu beantworten. Erstmal herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich natürlich super, dass ich dabei sein kann bei socialmediastatistik.de, weil es im Grunde schon so ein Projekt ist, wo ich einfach lange drüber nachdenke und ist auch ein Blog, dem ich schon etwas länger folge. Es war eigentlich einer der ersten, dem ich auch gefolgt bin, als ich mich mit dem Thema Social Media und Community Management intensiver beschäftigt habe. Von daher schön, dass ich jetzt auch dabei sein kann. Für mich, einmal kurz zu mir als Person. Ich bin Lennart, komme aus dem Schaumburger Land, habe dort auch eigentlich den Großteil meines Lebens verbracht, bin dann das Studium nach Hamburg gezogen, sehr, sehr schöne Stadt, habe dort beim Studio Hamburg zusammen mit der Medienakademie auch TV-Producer und TV-Journalist richtig studiert und durfte auch vor, hinter und neben der Kamera häufig stehen, verschiedene Schnitte machen, bei Produktionssets dabei sein. Und ich habe eigentlich immer sehr viel Freude dran gehabt zu schreiben. Ob das jetzt ein Exposé ist, ob das ein Konzept ist, ob das ein Drehbuch ist. Ich habe auch selbst 3-4 Drehbücher geschrieben. Das hat mir einfach sehr viel Freude und sehr viel Spaß gemacht. Und das hat mich dann auch nach dem Studium in meinem ersten Agenturjob begleitet. Dort habe ich dann regulär als Texter angefangen, habe viele verschiedene Artikel geschrieben. Habe auch andere klassische Textgenres bedient, habe aber eigentlich immer gemerkt, dass dieses Social-Media-Thema für mich eine Leidenschaft ist, dass ich da einfach Bock drauf habe und das machen möchte und habe dann auch die digitale Redaktionsleitung übernommen und habe da in dem Zuge halt sehr viel und auch sehr intensiv mich mit dem Thema Content-Marketing und Social-Media beschäftigt. Das mache ich jetzt auch in meinem aktuellen Job bei Swiss Life Deutschland. Da bin ich für das gesamte Social Media Management zuständig, das dann auf taktischer, operativer und auch strategischer Ebene. Also eigentlich ein Traumjob, aber natürlich auch ein Job, wo man einfach jeden Tag 100 verschiedene Sachen jongliert und versucht und hofft und schaut, dass das alles gut funktioniert. Ich hatte im Vorfeld ja auch schon mal ein bisschen recherchiert gehabt und entdeckt, dass Swiss Life ja auch sehr viel im Bereich Fintech zu tun hat, beziehungsweise sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeitet, die dort unterwegs sind. Das stimmt, ja. Also Fintech ist sicherlich ein Thema, was in der Finanzbranche schon seit ein paar Jahren auch gehypt wird. Und als ich hier angefangen habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich noch ganz, ganz viel gibt, was ich noch gar nicht wusste über Finanzdienstleister und auch über Versicherungen. Aber das ist, glaube ich, auch das Spannende als Social Media Manager, weil du hast ja automatisch einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Du guckst dir die Produkte auch aus Consumer-Sicht an, aber vor allem musst du die Produkte ja wirklich intensiv verstehen, damit du dann überhaupt erst sagen kannst, okay, wie sehen Stories aus? Wie kann ich jetzt eine Community bedienen? Was sind vielleicht auch Themen, die die Community an uns heranträgt? Und das alles so zu managen und dann auch noch die unterschiedlichen Stakeholder abzuholen und einzuführen und zu enablen, das ist im Moment hier ein Stück weit meine Aufgabe. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Umfeld. Die Kollegen sind sehr nett. Und ja, ich hoffe, dass ich hier noch lange Zeit etwas dazu beitragen kann, dass die Communities wachsen und dass man einfach das Thema Versicherung auch ein bisschen nutzerfreundlicher kommuniziert im Social Web. Hast du zufällig ein paar Investment-Tipps für unsere Hörer? Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich bald einen Termin selber mit einem Berater, weil ich habe... Okay, das war jetzt wirklich nur als Scherz gemeint, aber hey, wenn du Tipps hast, gerne. Also meine Frau ist Diplomökonomin, die wird da sicherlich den ein oder anderen Hidden
Tipp haben, aber ich bin da noch ganz unbedarft, von daher lieber an die Experten wenden an der Stelle. Nee, passt ja auch. Aber weil ja gerade auch einfach Thema Fintech sehr, sehr aktuell ist, würde mich natürlich interessieren, wie da so deine Erfahrungen jetzt auch sind. Also du arbeitest mit dem Thema ja sehr stark zusammen, einfach weil ja viele von den betreuten Unternehmen aus dem Fintech-Bereich kommen, aber das ist ja auch immer so ein klassisches Teflon-Wort, kann alles und nichts bedeuten. Was ist jetzt so Fintech aus deiner Erfahrung her in der Praxis eigentlich? Ja, das ist ein wirklich gutes, ist eine wirklich gute Frage, weil die Frage stelle ich mir natürlich, die stellen sich auch viele andere Menschen. Der Durchschnittsbürger hat es schon mal gehört. Im Grunde ist Fintech ja auch ein sehr weiter Begriff. Also zum einen versteht man darunter natürlich innovative Startups, die jetzt im Finanzsektor sich immer stärker etablieren. Da gibt es ja einige Banken, die nur noch digital ausgerichtet sind, wie N26, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Da gibt es dann auch Startups wie Numbers. Also da gibt es ja relativ viele neue Player, die jetzt sich in dem Markt bewegen und die auch versuchen, dort Nischen zu besetzen, die traditionelle Banken zum Beispiel in dem Fall vielleicht auch gar nicht besetzen wollen. Das ist sicherlich eine Sparte. Der andere Teil ist halt tatsächlich auch der Wunsch von klassischen Finanzdienstleistern, stärker in die digitalen Technologien einzusteigen und dort auch zu investieren. Das ist ja ein Thema, was ich mir zumindest gerade auch anschaue und wo die Swiss Life natürlich auch generell Interesse dran hat. Das ist aber nicht das Kernprodukt oder die Kerndienstleistung, die Swiss Life, sage ich mal, jetzt vertreibt oder anbietet. Da sind wir tatsächlich klassischer Versicherer und bieten natürlich auch mit den Tochtergesellschaften dann individuelle Lösungspakete oder Lösungsmodule für verschiedene Finanzvorsorgeprodukte an. Also das ist ein Thema, das beschäftigt uns und mich natürlich auch, aber sicherlich keines, was jetzt so exponiert im Vordergrund steht. Und es ist ja auch vor allem ein berufliches Thema. Um da jetzt nämlich auch gleich einen Schwenk rüber zu machen zu Social Media Statistiken. Da werden ja die Leser, die bereits mit dir zu tun haben, ja schon gemerkt haben, dass du dich jetzt weniger zum Thema Fintech, Wirtschaft etc. äußerst. Gegebenenfalls natürlich auch. Aber bei socialmediastatistik.de, was ist da jetzt eigentlich deine Kernkompetenz da? Ja, also ich freue mich sehr, dass ich bei Social Media Statistik eigentlich genau das machen kann, was ich lange vermisst habe, nämlich einfach mal die Möglichkeit zu haben, jede Woche relativ kurz, das sind ja alles Überblicksthemen, relativ kurz zu verstehen und zu sehen, was sind die neuesten Änderungen auf den Social Networks, was passiert in der Welt, worüber spricht die Community. Also wirklich so diese Tages- oder auch Wochenaktualität einmal zusammengefasst in einem Blogbeitrag zu haben. Das ist ja im Grunde das Format, was ich jetzt auch bei socialmediastatistik.de begleite, die Woche in Social, wo ich genau das versuche. Denn natürlich gibt es amerikanische Sources irgendwie wie Social Media Explorer oder auch Social Media Today und es gibt natürlich auch Wired und es gibt die ganzen Tech-Blogs und die berichten ja alle so zum Teil drüber. Die haben natürlich auch andere Ausrichtungen dann in ihrer redaktionellen Kompetenz, im redaktionellen Format, aber wirklich so eine Seite zu haben, wo man das alles nachlesen kann, wo man natürlich auch über Links dann nochmal weiter sich informieren kann, das hat mir gefehlt und das ist genau das, was ich jetzt zusammen mit dir natürlich auf socialmediastatistik.de selber schaffe. Also eigentlich so ein Traum, den ich lange habe, der jetzt tatsächlich auf einen Schlag Realität wird. Und das ist was, das begeistert mich halt wirklich. Da habe ich auch sehr viel Leidenschaft für. Gerade auch, weil ich es eigentlich gar nicht unterkriegen kann im normalen Tagesablauf. Also man ist ja geht zwischen Meeting, von Meeting zu Meeting und hat unterschiedliche Projekte, die man begleitet. Und da jetzt noch so eine Kolumne reinzuquetschen, ist eigentlich unmöglich, aber ich krieg's trotzdem irgendwie hin. Und das begeistert mich und da habe ich viel Spaß dran. Das sind eigentlich die perfekten Taglines. Mach deine Träume wahr. Finde deine Begeisterung bei socialmediastatistik.de. Es klingt cheesy, aber es stimmt tatsächlich. Aber das vielleicht auch gleich als Shoutout für unsere Hörer da draußen. Ihr könnt euch übrigens auch gerne beteiligen. Also wir haben auch einen offenen Aufruf an neue Autoren. Einfach socialmediastatistik.de, alles zusammengeschrieben, socialmediastatistik.de/Autor werden oder einfach auf der Startseite gucken. Da gibt es ganz oben auch so einen Hinweis. Dann könnt ihr uns direkt kontaktieren. Und wenn ihr mit dem Thema Social Media was anfangen könnt und wenn ihr gerne mal ein bisschen härter mögt, was Zahlen und Fakten angeht,
oder auch eben Analysen etc. machen wollt. Also Lennart und ich hatten da jetzt ja auch schon darüber unterhalten, dass wir mal schauen möchten, ob wir da vielleicht auch in regelmäßigen Abständen so eine kleine Podcast-Auswertung der jeweiligen Quartalszahlen bei Facebook, Twitter und Co. unternehmen möchten. Wenn ihr da halt Ideen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir sind immer offen für neue Leute. Aber das an der Stelle gleich mal wieder Klammer zu, zurück zu Lennart. Du bist jetzt unser Kolumnist. Die Woche in Social, also quasi Wochenüberblick. Das funktioniert jetzt so seit aktuell anderthalb Monaten plus minus ja bereits sehr, sehr gut, wo ich auch selbst extrem begeistert von bin. Also, dass du das alles so hinbekommst, ich weiß ja selbst, wie groß der Aufwand ist, sowas zu erstellen. Finde ich selbst erstmal eine super, super Sache, dass das so klappt und bin auch extrem dankbar dafür, dass wir uns da gefunden haben. Ja, also ich glaube, das habe ich jetzt schon zwei, dreimal, glaube ich, gesagt, aber es ist halt wirklich schön, zum einen, dass wir uns da gefunden haben, zum anderen aber auch, dass es überhaupt diese Seite gibt, wo man wirklich ja auch Beiträge zu, ich sag mal, aktuellen Themen findet, die einfach nochmal gut aufbereitet sind. Na klar gibt es die News-Seiten, die das immer so ein bisschen Headline-mäßig auch aufbauschen, aber wirklich mal eine Seite zu haben, wo man nochmal im Detail nachlesen kann, auch mit Links, das ist halt eigentlich das, was mir, wie gesagt, schon seit ich mich mit dem Thema beschäftige, sehr viel weitergeholfen hat und wo ich auch glaube, dass da immer ein größerer Bedarf da ist, weil es gibt hunderte von Seiten, es gibt hunderte von auch Bloggern, die dort unterwegs sein wollen. Es gibt wenige Seiten, die wirklich gut kuratieren und die dir wirklich auch das Gefühl vermitteln, okay, du kannst hierher kommen und du kriegst unterschiedliche Standpunkte und nach dem Lesen bist du halt schlauer. Und von daher finde ich das super und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Geht mir genauso. Und wenn ihr wissen wollt, worauf sich Lennart alles konzentriert, was so seine Pet Peeves sind, was ich so alles schreibe, worum es generell bei Social Media Statistiken geht, besucht uns doch einfach mal unter socialmediastatistik.de und dort gibt es halt auch regelmäßige Updates. Alles, was halt irgendwie im Online-Bereich kreucht und fleucht, solange es thematisch mit reinpasst, sprechen wir auf jeden Fall drüber mit teils exklusiven Quellen von Statista über Bitkom, über die ARD und ZDF-Häuser, bis halt zu auch entsprechenden Studienstatistiken, die teilweise auch normalerweise hinter Paywalls versteckt sind. Die werten wir aus, die besprechen wir mit euch, für euch, also gerade für die business-affinen Social-Media-Menschen oder von mir aus auch, wenn ihr Influencer seid, Blogger etc., ist es ja auch immer wichtig und relevant zu schauen, okay, was ist der nächste heiße Scheiß? Was ist das neue Snapchat? Was ist das neue Musical.ly? Was ist das neue? Mal schauen. Vero war da eher eine Eintagsfliege gewesen, aber wenn halt Trends aufkommen, versuchen wir natürlich auch, das Ganze gleich mit Zahlen und Fakten zu untermauern und zu zeigen, ist das jetzt nur so ein Hype-Ding oder steckt da auch wirklich mehr dahinter? Wie gesagt, insofern einfach unter socialmediastatistik.de schauen. Unseren Podcast wiederum gibt es unter onlinegeister.com. Auch nochmal verlinkt bei socialmediastatistik.de, aber ich sag mal, einmal auf unserer Website und bei allen guten Podcatchern eures Vertrauens. Mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, Lennart, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich da sein konnte. Und ihr Online-Geister draußen, wenn ihr Feedback an uns habt, schreibt einfach info@onlinegeister.com oder sucht uns in den Weiten des Netzes. Ihr werdet schon fündig, keine Sorge. Alles klar, das war's dann und bis bald. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.